Hallo zusammen, da ist der Atlant und Arin. In der heutigen Folge geht es um euer neues Haustier. Und zwar ist es nicht nur eins, sondern es sind Dutzende. Katzen, Kühe, Stier, Büffel. Nein, ja, kannst du denken. Dutzende von Büffeln drin, das geht doch nicht. Schau, ich zeig dir's. Es sind die da. Das sind Salzkrebsli. In dieser Folge zeigen wir euch, wie man die kleinen Tierli züchten und pflegen und halten. Und wir zeigen euch auch, wie man viele Experimente mit ihnen machen kann. Dazu braucht es Wasser, PET-Flaschen, Meersalz und natürlich Eier. Kaufen könnt ihr die in jeder Zoohandlung, die eine Fischabteilung hat. Und wie wir jetzt die Babys aus diesen Eiern rausholen, das zeigen wir euch jetzt. Als erstes nehmen wir einen Trichter, tun den auf die Flasche und dann kannst du gerade mal Salz abfüllen. Wie viele Löffel schon wieder? Ein gehäuften Löffel pro Deziliter. Und wir haben hier 5 Dezi Flaschen. Und wir füllen sie aber nicht ganz. Wir tun nur etwa 4 Deziliter Wasser rein. Das heisst also? Ha, 4 gehäufte Löffel. Genau. Okay, erster Löffel, zweiter Löffel, dritter Löffel, vierter Löffel. Als nächstes füllen wir das Wasser ein. Und zwar tun wir nur 4 Deziliter in eine 5 Deziliter PET-Flasche rein. So, das wär's. Dann tun wir den Deckel drauf. Gut zumachen, dass nichts rausspritzt, weil als nächstes müssen wir schütteln! Schütteln, das machst du, oder? Genau. Oh, oh, der Forscher. Hat es noch etwas? Nein, jetzt ist gut. Gut, was ist der nächste Schritt darin? Eier. Okay, okay, die Eier einfach reinstreuen. Und jetzt musst du schauen, dass... Ja, gut, so ist gut. So bist du perfekt. Ja, super, genau. Dann tun wir es noch einmal ein bisschen schwenken, dass alle Eier schön benetzt sind. Und nachher Deckel wieder auf, dass der Sauerstoff in die Flasche reinkommt. Die Eier brauchen den Sauerstoff zum Schlüpfen. Und nachher tun wir das an ein helles Fenster, wo die Eier am Licht ausgesetzt sind, stellt das an. Und dann sollten sie nach 2 bis 3 Tagen schlüpfen. Und so ist das Resultat. 5 Tage. 10 Tage. 15 Tage. 20 Tage. 25 Tage und nach 30 Tagen sind die Salzkrebsli erwachsen. Und wie tun wir die füttern? Sehr gute Frage. Mit der Fütterung müsst ihr ab dem 10. Tag der Salzkrebsli anfangen. Bitte nicht voran, weil sonst wird das Wasser faul und dann gehen alle kaputt. Der erste Schritt ist, wir nehmen den Deckel. Du nimmst einfach mal ein bisschen Wasser raus. Genau, so ist perfekt. Genau. So. Und dann nehmen wir Trockenhefe. Die kann man im Laden kaufen. Trockenhefe ist das Futter von der Salzkrebsli. Das hat genau die richtige Größe für das Maul. Was heisst dann Bäcker? Weil man die zum Backen braucht. Das ist also die, die man zum Brötchen backen braucht. Jetzt kannst du ein bisschen von dieser Trockenhefe hier auf das Deckeri mit Wasser streuen. Ja, so ist perfekt. So ist gut. Gut, gut, gut. Sehr gut. Genau das ist die richtige Menge. Jetzt warten wir einen Moment, bis sich die Trockenhefe vollsaugt mit Wasser. Und dann kannst du das Röhrchen nehmen, das Plastikröhrchen, und kannst das ein bisschen verrühren, dass es ein richtig schönes trübes Süppli daraus gibt. Das ist gut so, schau rein. Und dann nimmst du es und jetzt tust du nur, nicht das ganze Süppli rein, sondern nur ein Gütschli von dem Süppli da rein. Ja. Zack, genau so ist gut. Und jetzt sieht man da schön, dass es ein trübes Wülchli gibt da oben. Mit der Zeit geht das Wülchli, sinkt dann so ein bisschen runter. Und dann gibt es Nebel. Gibt es Nebel, genau. Und der Nebel fressen die Krebsli auf. Und wenn der Nebel weg ist, sobald der weg ist, kann man das nächste Mal füttern. Also das ist etwa alle 2 bis 3 Tage. Zum Füttern gibt es jetzt aber noch einen Trick. Wenn man die Flasche an ein helles Fenster anstellt, dann fangen da die Algen in dem Wasser rein wachsen. Und die dienen den Salzkrebsli als natürliches Futter. Und das machen wir doch jetzt ganz schnell. Das ist im Salzsee. Ist Salzsee genau. Algen? Im Salzsee gibt es keine Hefe, da gibt es nur Algen. Machen wir das schnell. Hefe im Salzsee. Sehr lustig. Und jetzt stellen wir die Flasche an ein helles Fenster an, sodass die Sonne drauf scheinen kann. Und jetzt fangen die Algen an wachsen. Und so sieht die Flasche nach ein paar Wochen aus. Sie ist knutschgrün vor Algen. Du kannst sie mal heben. Jetzt muss man auch nicht mehr füttern, weil jetzt sind die Algen die Nahrung für das Salzkrebsli. Und jetzt haben wir eben da innen auch ein sich selbst erhaltendes Ökosystem, also einen Kreislauf. Also die Algen sind die Nahrung für die Salzkrebsli. Die Salzkrebsli schiessen, der Kot geht ab. Bakterien bauen den Kot ab zu Dünger. Und der Dünger ist wieder die Nahrung für die Algen und die wieder für die Salzkrebsli. Und so geht das immer weiter.
Und Arin, weißt du noch, was der Motor von dem Ökosystem ist? Was treibt das Ganze an? Der Motor von dem Ökosystem ist die Sonne. Die Sonne, da oben, genau. Die Sonne ist der Motor von eurem Ökosystem in der Plastikflasche. Jetzt wollen wir mal anschauen, wie so ein Salzkrebschen aussieht. Und für das lege ich Arin jetzt ein Weibli unter das Binokular. Und dann kannst du mal schauen, Arin, und mir erzählen, was du siehst. Ich sehe so einen Strich in der Mitte, wie ein Hammerhai. Und zwei schwarze Pünktchen ganz auf der Seite. Ah, warte mal, die schwarzen Pünktchen, das sind die Augen. Also Salzkrebschen, die haben so ein Auge, das wie ein Insektenauge aufgebaut ist, mit ganz vielen Linsen, die das Licht einfangen und zum Sehen her flanken. Aber ich sehe noch in der Mitte einen schwarzen Punkt. Ah, klar. Salzkrebschen hat ja nicht nur zwei Augen, sondern drei Augen, nämlich nur eins auf der Stirn. Das ist das Babyauge, das ist ein Überbleibsel vom Baby. Das hat nämlich nur ein Auge auf der Stirn. Was sehen wir noch? Und dann so einen langen Strich. Der lange Strich in der Körpermitte? Ja. Genau, das ist der Darm. Das Coole am Salzkrebschen-Darm ist, dass er durchsichtig ist. Das heisst, wir können in den Darm hineinschauen und sehen, was es gefressen hat. Und so komische Federn an der Seite. Ah, Federn an der Seite, genau. Das sind Schwimmarme. Also von denen hat es zwischen 10 und 11 Paar auf jeder Seite. Und wenn du noch genau schaust, hat es an diesen Schwimmarmen hat es so wie Flügel dran. Und die runden Flügel, mit denen schnauft Salzkrebschen. Also das ist sozusagen die Lunge vom Salzkrebschen. Und das funktioniert aber nur, wenn das Salzkrebschen schwimmt. Und was sehen wir sonst noch? Ich sehe noch so einen komischen Pöppel. Ah, der Pöppel, genau. Wir haben ja das Weibli rausgefischt und der komische Pöppel in der Körpermitte, das ist eben der Eisack. Das ist ganz eine faszinierende Sache. Also das Salzkrebschen Weibli hat links und rechts vom Körper hat es zwei Eierstöcke. Das ist eigentlich ähnlich wie bei uns Menschen. Das ist der Ursprung der Eier. Dort werden die Eier produziert. Dann wandert es rauf zum Eisack. Und dort werden sie befruchtet vom Männchen. Und dann reifen die Salzkrebschen-Baby an. Und die gehen dann aus dem Eisack. Plaps, raus. Und dann gibt es neue Salzkrebschen. Und das war das Salzkrebschen, von Kopf bis Fuß.